Unsere Mandanten sind häufig Mittelständler. Das bedeutet, sie sind einerseits klein genug, dass man sie noch gut überblicken kann, andererseits aber auch so groß, dass die Themen schon spannend sind. Wir haben einen breit aufgestellten Mandantenkreis und ich habe viel direkten Kontakt zu den Mandanten. Für mich persönlich ist immer der internationale Fokus wichtig. Wir haben Mandanten, die in Sachen Auslandstätigkeit noch ganz am Anfang stehen, aller eine Betriebsstätte im Ausland mit einem Angestellten. Wir haben aber auch Unternehmen, die sich international schon sehr gut etabliert haben. Bei Oren haben wir weniger Hierarchieebenen, als ich das aus großen Kanzleien kenne. Und aus Erfahrung weiß ich, je mehr Hierarchiestufen es gibt, bis ein Vorgang beim Partner ankommt, desto größer ist die Gefahr, dass etwas verloren geht. Wenn jede Stufe eben einen anderen Fokus hat oder der Vorgesetzte jetzt vielleicht nicht zu 200% seine Anforderungen erfüllt. Und kompetente Führungskräfte sind mir sehr, sehr wichtig. Ich hatte bislang echt immer Glück, aber ich schaue mir die Vorgesetzten, bevor ich eine Stelle annehme, auch sehr genau an. Und bei Oren kann ich mich über die Führungskompetenz wirklich nicht beklagen. Nach dem Abi habe ich meinen Bachelor gemacht und dann direkt bei EY angefangen. Da war ich wirklich sehr, sehr gerne, weil ich über meinen fachlichen Horizont, über meine Spezialisierung hinaus erweitern wollte, habe ich nach ein paar Jahren gekündigt und den Master gemacht. Jetzt bin ich bei Oren. Ursprünglich hatte ich mich bei Oren für eine Stelle beworben, die vom Aufgabenfeld her ein ganz kleines bisschen anders war als das, was ich jetzt mache. Dass es gewisse Anpassungen geben würde, war während des Vorstellungsgesprächs recht schnell klar. Oren ist hier wirklich sehr, sehr gut auf mich eingegangen. Ich glaube, dass man bei Oren tendenziell eine sehr gute Work-Life-Balance hinkriegen kann. Ich zum Beispiel bin relativ frei im Arbeiten. Ich kann mir ziemlich frei einteilen, wann und wie ich meine Aufgaben machen möchte, solange ich sie gut erledige. Ich bereite mich zurzeit gerade auf meinen Steuerberater vor und gehe deshalb freitags um 3:30. Und da schaut mich niemand schon an. Klar ist das Gehalt ein Faktor, aber eben nur einer. Und klar würde ich in großen Kanzleien tendenziell mehr verdienen. Aber dann wäre auch mein Aufgabenspektrum deutlich beschränkter. Und mir persönlich ist das breite Themenfeld im Moment noch wichtiger als das ganz große Gehalt. Der Grund, weshalb ich bei Oren bin, ist, dass ich meinen fachlichen Horizont hier sehr gut erweitern kann. Ich finde die Menschen hier sehr nett und ich hatte bisher auch noch keinen Kollegen, der irgendwie das Gefühl hatte, er müsste die Ellenbogen anspitzen. Im Gegenteil, wir helfen uns hier gegenseitig. Darüber bin ich wirklich sehr froh, weil Ellenbogen anspitzen finde ich persönlich ein bisschen anstrengend. Ich habe auch schon immer von meinen Vorgesetzten erwartet, dass derartige Anwandlungen nicht honoriert werden. Es war klar, dass ich hier den Steuerberater versuchen würde und dafür werde ich einfach sehr, sehr gut unterstützt. Also ich könnte es mir nicht besser wünschen. Zum Beispiel werde ich im Vergleich zu vielen meiner Mitprüflinge deutlich länger für die Vorbereitung freigestellt und finanziell passt auch alles. Meine Kurse konnte ich komplett frei wählen und jeder meiner Kollegen hier ist gerne bereit, mir mit Rat und Tat und der ein oder anderen Probeklausur gerne zur Seite zu stehen.